Jetzt können wir dann die Klimaanlage anmachen. Weil, okay. Weil es einfach nur runter geht. Bye bye. Es geht. Hier kommt auch schon oft Unfall vor, ja? Ja. Ich meine, hier die Steigung, die Gefälle, das macht man auch oft schockiert, also Schock. Also die Leute, die halt noch nie dann hier lang gefahren sind, dann, weil die dann irgendwie mal ein bisschen genervt sind, ja? Also durch, also ich meine, ein bisschen... die sind ungewohnt, ja. Also durch die Fahrt, durch die steile Straße hier, dann vielleicht können die dann nicht so ganz richtig das Auto lenken, ja, und dann fallen die dann runter im Tal rein, ja, und sind auch schon viele Tote soweit. Ja. Okay. Vielleicht dann ist ja das Auto auch noch nicht gut vorbereitet, ja, keine gute Bremse, und das passiert da. Okay. Ja, ja. Ja. Das ist auch schon eine gefährliche Strecke eigentlich für viele Leute, ja? Ja, die ist schon eine schlechte Strecke. Aber jetzt ist schon viel besser. Damals, vor, sage ich mal, vor 5 Jahren, das war noch schlechter. Also die Straße. Die Straße, ja. Meine ich. Ja. Die Straße war schon schlechter, aber jetzt ist ja schon mehrmals wieder gebaut worden, ist der, und es ist halt besser jetzt, breiter, und ja, ja. Aber oft dann das Problem hier, dass der, die Erde hier auf der linken Seite dann rutscht auch, oder auf der rechten, ja. Seite auch, ja. Das ist schon auch wieder eine gefährliche Biegung hier da, ja. Wenn man von unten hochkommt, ja, dann kommt gleich die steile Straße hoch. Aber das Auto ist gut soweit. Ne? Ja. Ja. Das, dieses Suzuki-Auto ist schon sehr gut soweit. Ne? Hat immer geschafft. Ne? Jetzt der Besteigung oder was? Der Besteigung, ja. Bergbesteigung oder? Ja, für zum Fahren, oder? Zum Fahren, eigentlich. Ja, also muss man halt nur ein bisschen aufpassen, ja? Ja. Weil, wegen Erdrutsche oder vielleicht ist dann ein Baum umgefallen, ja? Ja. Ja. Wenn irgendwie mal so starke Regen gibt, ja, dann einfach mal so die Straße hier meiden erstmal, ne? Ja, okay. Man oft vielleicht so nervös, ja, wenn man noch nie da hier lang gefahren ist, ja. Auch mit dem Roller muss man auch schon, ja, aufpassen, ja. Oder vielleicht schon einfacher doch mit Roller auch. Ja. Ja, Kartoffeln, Erdbeeren, ja. Kohl, ja. Ja. Äpfel. Äpfel? Ja, da gibt es auch schon Äpfel bei uns, Äpfelplantage. Ja. Und die Gemüse bekommen wir meistens von dem Ort hier hin.
ja. Viele Gemüse. Von Sembalun heißt das. Dieser Ort heißt Sembalun, ja. Es gibt ja Sembalun Lawang und Sembalun Bumbung. Ja? Also Sembalun Lawang heißt niedriger Sembalun, okay. Und höhere Sembalun heißt es dann. Ja. Das hier höhere Sembalun oder Sembalun Bumbung heißt es. Okay. Ja. Da gibt es noch weitere, das andere Sembalun. Ja. Aber die Leute hier leben viele auch von Tourismus, ja? Weil viele auch schon oben auf dem Berg dann unterwegs sind. Ja? Also ich meine, die machen auch schon die Besteigung. Ja? Ja, die Bergbesteigung, es dauert normalerweise 3 Tage. Ja? Ja. Also ein Tag geht es dann hoch, den ganzen Tag bis kurz vor dem Gipfel. Ja. Und man übernachtet dort für eine Nacht, dass man dem nächsten Morgen sehr früh dann aufstehen kann, ja? Dass man auch ca. 3 Stunden den Gipfel erreichen kann in dem nächsten Morgen. Ja? Also, dass man pünktlich dort um 6 Uhr bei dem Sonnenaufgang dann dort ist, ja? Ja. Auf dem Gipfel. Ja. Und dann geht es auch schon demselben Tag gleich runter zu dem Kratersee und dann da übernachtet man so eine Nacht wieder. Ja? Okay. Ja. Und dann der letzte Tag geht einfach nur runter. Ja? Ob man über Torreyan runtergeht oder hier nach Sembalun zurückgeht, ja, zurückkommt oder nach zu dem Wasserfall, wohin wir jetzt fahren. Da ist auch schon wieder der Ausgang, ja, also für eine Besteigung. Ja. Hast du schon mal einen Berg bestiegen? Ja, damals, ja, als ich noch jung war, also das war 1987, ja? Ja. Oder schon früher vielleicht. Ja? Nur einmal, ja? Das war noch keine gute Infrastrukturen, kein Platz, wo man so Rast hatte, also wo man so Pause macht. Ja? Ja. Und dann jetzt die Gehwege irgendwie mal schon besser als damals. Ne? Aber man braucht schon normalerweise eine Begleitung von dem örtlichen Führer hier, ja. Dass alles dann mitgenommen wird, ja, zum Essen zum Beispiel, es wird gekocht, ja, da oben, ja, und vielleicht auch Wasser, ja. Ja, normalerweise wird alles dann so organisiert, ja, das ist schon eine Luxuswanderung irgendwie, heißt das, ja, dass man nicht selber alles trägt, ja. Sondern wird schon getragen. Aber wenn man das selber machen kann, ohne irgendwie so viel Verpflegung dabei zu haben, ja, dann vielleicht das reicht, das ein paar Brotchen oder so Wasser, das würde man schon schaffen. Ja. Ja. Aber 3 Tage, ja, also vielleicht reicht das nicht aus, ja, also wenn man halt nur Brot mitnimmt. Ja, ja klar. Ja, ich habe die ja damals gemacht mit Freunden, wir waren zu siebten. Ja. Ja. Und dann haben wir auch keinen Reiseführer oder keinen Begleiter damals mitgenommen. Ja. Dann haben wir selber einfach so den Weg gefunden. Okay. Ja. Nur halt, da war auch schon ein bisschen kritische Zeit damals, ja, als wir überhaupt kein Wasser mehr dabei hatten. Ja. Okay. Also war schwierig und es würde gesagt, mit einem Reiseführer könnte man auch schon Wasser unterwegs noch finden, Wasserquelle. Ja? Ja, ja. Und konnten wir das nicht finden. Ja? Ja. Aber das haben wir dann geschafft. Aber dann müssen wir einfach mal so durchhalten. Ja? Ja, okay. Haben wir großen Durst. Aber, und dann sind wir damals, ja, haben wir dann von der Ferne gesehen, das See, also dieser Kratersee. Ah, da ist Wasser da. Und sind wir dann gerannt zusammen alle und ins Wasser reingestürzt. Und einfach so getrunken. Okay. So, oh, wow. Ja, haben wir dann gelernt auf dem Rückweg, ja? Haben wir dann auch schon so viel Wasser mitgenommen. Und ja. Da haben wir aber nicht bis zum Gipfel gegangen. Sind wir nicht bis zum Gipfel gegangen und dann einfach nur geschafft, wo da man übernachtet, also Zelten. Ja. Also Camping macht, ja. Aber
Aber jetzt in Ballun ist schon sehr populär geworden. Hierher kommen auch schon viele aus Malaysia, aus Singapur, um den Berg zu besteigen. Ja. Okay. Es gibt auch schon viele Leute, die gern wandern, gern Bergbesteigung machen. Oh, sogar von der Schweiz waren auch schon welche. Ja, also ja. Sind auch schon immer Europäer auch da. Ja. Also ja. Sind viele auch viele schon. Leute haben den Charlie schon gemacht. Ja. Aber damals gab es ja natürlich diese Straße nicht hier über den Berg da, über den Gipfel, wo wir angehalten haben. Ja. Damals müssen wir von der anderen Seite hier hochkommen, ja. Ja. Zu dem Startpunkt. Ja. Dann war auch schon einen großen Umweg, ja, von dort hier. Das ist der Vorteil, wenn man nach Norden fährt durch diese Strecke, dass man auch schon zum Ballon mitbekommt, ja, also sehen kann. Ja. Also da gibt es dann auch schon ein Spezialprogramm nur für zum Ballon, ja. Nur einfach mal hier zu kommen und Landschaft genießen und so. Ne. Aber dann jetzt, gibt es auch schon einen anderen Weg, im Westen zum Beispiel, aber das können wir dann auch schon machen, also hierher fahren, dass die Gäste irgendwie mal auch die also zum Ballon auch sehen können. Ja. Und dann das auf einen Weg gleichzeitig, also mit der Wanderung dort am Wasserfall. Ja. Aber die zwei Wasserfälle, die wir jetzt besuchen, ja, die sind auch schon sehr schön, ja. Besonders der zweite, ja. Also der zweite nennt sich dann Tiukelep, ja, so fliegendes Wasser heißt es, ja. Okay. Also es ist sehr hoch und viel Wasser ist wunderschön, ja. Ja. Die habt bestimmt auch schon gesehen, das Bild, ja. Ja, habt ihr gesehen? Ja, so auf meiner Webseite. Aha, das ja. Steht ah, dort, ja. Ja. So machen die Einheimischen Ausflüge mit dem Pickup, ja. So gibt es mehr Platz, ja. Und schon einfacher, ja. Dann ist lustiger, braucht man überhaupt keine Klimaanlage dafür und das nennen wir eine natürliche Klimaanlage, ist da. Ja. Bei uns hier sind die Leute hier in Zimbalun schon, sagen wir mal, schon die reichen Menschen, ja. Aber wenn wir sehen, die Häuser sind nur einfach Häuser da. Ja. Durch die Landwirtschaft oder damals wurden auch schon viele Zwiebel und Knoblauch hier